Hallöchen. Halle. Kurz Struggle hier. So, jetzt ist alles gut. Ich habe einen Text dabei, den ich geschrieben habe. Er trägt einen etwas altertümlichen Titel. Ich weiß nicht, ob noch jemand das Wort kennt. Er heißt YOLO. Und er geht so. Ich glaube, dass eine Veränderung immer damit beginnen muss, dass man seine Wohnung aufräumt. Aus diesen Gründen versuche ich, mein Leben möglichst eintönig zu gestalten. Ich habe wenig Gewaltfantasien, aber der Wunsch, das Gesicht der Menschen, die mich im Zug anstrengen, mit Klebeband an die Kopflehne zu fixieren, damit sie endlich mal die Fresse halten, hält sich beständig. Ich reise klebebandlos, weil ich weiß, dass ich im Fall der Fälle vielleicht mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen habe. Ich weiß auch, dass es mehr braucht, um dich zu beeindrucken, als die 3 Brausebonbons, die ich seit 2 Jahren in meiner Jackentasche trage. Ich bewahre sie aber für den Fall der Fälle und außerdem in der Hoffnung, sie nach Ausbruch eines möglichen Weltkriegs als Zahlungsmittel zu verwenden. Wenn ich solche Gedanken gegenüber meinem Umfeld äußere, rät man mir meistens, meine Lebenseinstellung zu ändern. Ich entgegne dann, dass ich dafür meine Wohnung aufräumen müsste und dazu überhaupt keine Lust hätte. Mein Freundeskreis hat ob meiner melancholischen Stimmungslage angefangen, plötzlich vor meiner Tür zu stehen, um mir spontane Überraschungsausflüge aufzuzwingen. Etwas Aufregendes müsste ich doch mal wieder machen. Etwas, das mir zeigt, dass ich wirklich lebe. Ich lebe doch, sage ich, während ich den Kopf des Störenfrieds in rhythmischen Bewegungen gegen meinen Brustkorb ramme und seinen Zeigefinger in meine Halsschlagader presse. Mein Herz schlägt, mein Puls liegt bei 70. Ich lebe. Man bindet mich an eine Sackkarre und gebietet mir Schweigsamkeit. Ich beklage, dass ich viel lieber mit Delfinen befreundet wäre. Mehr Beleidigungen fallen mir nicht ein. Stattdessen versuche ich, sachlich zu argumentieren. Ich verweise an dieser Stelle auf einen beliebigen Menschen, der bestimmt mal gesagt hat, nö. Und auch ich sage nö, denn laut einer von mir erfundenen Studie gibt es ziemlich viele Menschen, die schon mal nö gesagt haben und denen ist nie was passiert. Die Sackkarre wird in ein Schlagloch gelenkt. Man fragt mich nach Blutgruppe und Lebenszielen. Ich gebe an, immer noch nicht rausgefunden zu haben, ob ich unfotogen oder hässlich sei. Dieses Lebensziel wird als nicht erstrebenswert befunden. Meine sogenannten Freunde listen mir auf, welche Erfahrungen sie als erstrebenswert bezeichnen. Im Regen tanzen, nachts auf ein Hausdach steigen, für mich klingt das wie eine Aufzählung von Situationen, in denen man sich erkälten kann. Ich verzichte auf Nahtoderfahrungen dieser Art und lehne dankend ab. Die Menschen, die sich kreisförmig um mich postiert haben, scheinen das nicht ganz verstanden zu haben und laden mich zu einem Spieleabend ein. Spieleabende stehen in der Evolution langweiliger Dorfpärchen irgendwo zwischen Pauschalurlaub und Fotoshooting. Deswegen vollführe ich dieses seltsame Ritual nur im Kreise meiner Familie. Das ist traditionell, da weiß man, was auf einen zukommt. Außerdem ist es der einzige Rahmen, in dem ich meine Mutter ungestraft als Fotze bezeichnen darf. Meine Entführer bringen mich in einen Friseursalon und erklären mir, dass der Übergang in die nächste Lebensphase immer mit einem neuen Haarschnitt eingeläutet werden sollte. Wo liegt denn noch normalerweise Ihr Scheitel? Fragt mich die Friseurin. Ich kann die Frage nicht beantworten und fühle mich überfordert. Als ich gestehe, keine Pflegekur zu verwenden, werde ich des Friseursalons verwiesen. Während mich mein sorgendes Umfeld lauthals diskutierend durch die Dämmerung schiebt, lege ich in bedächtiger Gleichgültigkeit meinen Kopf in den Nacken und betrachte die vorbeifliegenden Ampeln, wie sie sich in herrlich unregelmäßigen Abständen immer wieder in mein Sichtfeld schieben. Man ist sich einig geworden. Als Gipfel ihrer Bemühungen wollen sie mir das Wort YOLO auf die Stirn tätowieren. In diesem Moment kann ich fliehen. Ich hatte ein paar Zentimeter Klebeband in meiner Achselhöhle versteckt und klebe sie blitzschnell auf alle umliegenden Wangen, denn das ist nicht nur nervig, sondern auch wirklich schwer abzuknibbeln. Es spart Zeit. Es ist spät. Ich möchte ein Bier trinken. Der Kioskverkäufer hat Mitleid und akzeptiert ein Brausebonbon als Bezahlung. Vielleicht hat er auch gewusst, dass ich es vor 2 Jahren aus dem gleichen Kiosk geklaut habe. Es ist zwar noch kein Weltkrieg, fühlt sich aber so an. Ich bin müde. Leben ist ganz schön anstrengend. Ein Pärchen mit Kinderwagen läuft vorbei. Babys sind meine Lieblingstiere, deswegen schenke ich ihm ein Bonbon. Das letzte werfe ich auf dem Weg nach Hause in deinen Briefkasten. Komm gern vorbei, soll das bedeuten, und überzeug dich davon, dass ich lebe. Bring irgendwas Cooles mit und wundere dich nicht über die Lamas im Bad, das muss so. Jetzt, wo ich keine Brausebonbons mehr habe, werde ich vielleicht vorgeben, meine zahlreichen Lebensweisheiten in diesem Buch auf dem Tisch für die Nachwelt gesammelt zu haben. Es ist aber eigentlich nur ein Rezept für Pfannkuchen. Vielleicht hast du das alles aber auch schon direkt durchschaut. In diesem Fall sollten wir am besten direkt heiraten. Wenn du nicht willst, ist das auch okay. Ich habe Klebeband, eine Sackkarre und ganz sicher nichts zu verlieren. Danke.
Lukas.